Thank you so much, man. Thank yes. you. Wir haben eh kein Visum, wir sind eh illegal im Iran. So, wir müssen jetzt gleich nach Aserbaidschan crossen und dann müssen wir irgendwie über die Exklave oder so irgendwie es nach Baku schaffen. Yo, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in Aserbaidschan. Ich bin so zufrieden. Wie genau wir es über die Grenze geschafft haben, brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen. Wir müssen jetzt gleich schwarz irgendwie über die Grenze. Also Fakt ist, einen Stempel vom Iran haben wir nicht. Jedes Gebäude in Nachevan ist ein einziger Palast. Es ist so süß. Jeder Nachevan fragt so, hey, how are you? Glaubst du, Nachevan ist so schön, weil noch nicht tausende Touristenpisser ihre hässlichen Vanillewaffeln auf dem Main Square verstreut haben? Du machst hier alles dreckig. Also es passiert echt selten, dass wir auf BDB mit Karte arbeiten, aber hier ist es. Auf dem Foto und dort in real life. Also es ist das Hussein Javid Tom, das Grab von so einem Poeten hier in Nowetschgewan. So, uns ist gerade gekommen, es muss eigentlich eine Planstadt sein, also eine wie durch Zeichenhand entworfene Stadt. Alle Straßen sind gerade. Wir haben hier ein Flussbecken im Park. Ich finde, dieses Wahlplakat steht einfach mit den Bergen im Hintergrund. Also in Deutschland würde da sowas stehen wie für ein gemeinsames Miteinander oder wir zusammen in die Zukunft, da so ein Schwachsinn. Es ist nicht mein Name drauf, weil er denkt sich so, mich kennt eh jeder hier in Kautschikistan. Wir gehen jetzt schwimmen in Nachevan. Das ist die Mission. Scheiß planloser Touri, jetzt zeig mir mal, wohin wir müssen. Ich würde gerne wissen, wo wir sind. Also wo das Schwimmer, das weiß ich. Die hat dir das doch gerade gezeigt. Ja, aber ich weiß nicht, wo wir sind, weil ich habe nur in ihren Ausschnitt geschaut. Warte, wo ist diese Minimoschee? Da! Das ist doch die Minimoschee. Ja, das ist die Minimoschee. Dann ist es die Nummer 5. Aber der Ausschnitt von der war alles andere als Mini. Also das steht fest. Wo sind wir denn bitte? Located in the Central Caucasus region of Eurasia, Azerbaijan is bordered by 5 other countries. Then you have the strange but quirky separated exclave known as the Nakhchivan Autonomous Republic in the west, bordered by Armenia and Turkey. By the way, the Nakhchivan Autonomous Republic is not a separate country, it is part of Azerbaijan. They don't want to be separate. Was geht denn ab? Und vor allem, wie jeder dieser Scheißbüsche noch seine eigene Laterne hat. Wir sind im Dönerrestaurant. Ich habe einen vegetarischen Döner für 75 Cent. Jeder einen Döner und jeder ein Getränk für insgesamt 2 Euro. Nachevan ist der Shit. Nachevan ist der Porno-Shit, kann man auf jeden Fall sagen. Leute, kommt nach Aserbaidschan, kommt nach Nachevan. 30 Cent Pfannkuchen. Selbst die Mülleimer in Kaschistan haben die so wunderschön. Boah, Kaschmirstan ist der Shit. Schaut euch das mal an, wie putzig das ist. Hier haben sie Schachfiguren in die nachschistanische Denkmalwelt gesetzt. Also es ist ein König und hier haben wir das Schachbrettmuster. Da vorne war eine Dame. Crazy, crazy. Straße 3 und Tag 3. Nee, neue Straßenecke, Nachevan, neuer Park. Ich flipp aus. So, wir kommen hier in Straße 4, Park 4. Lass mich raten, Heydar Aliyev. Oh ja, tatsächlich. Also das ist kein Witz mehr. So, und Moment, das Auswärtige Amt sagt, hier ist gefährlich? Ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen, was hier gefährlich sein soll. Aber es heißt beim Auswärtigen Amt, dass quasi die Grenzregion zwischen Armenien und Aserbaidschan irgendwie, da wird abgeraten, weil da sind Schusswechsel. Ja. Also hier in Kukushistan sind keine Schusswechsel. Also, sorry Leute, aber hier, das ist der friedlichste Ort der Erde. Ich glaube einfach, dass niemand von den Diplomaten vom Auswärtigen Amt hier jemals war. Schuministan, hier ist der Ort. Sieht vielleicht echt nicht so gut, aber die Berge sind so mega schön. Das ist irgendwie so das Krasse auch an Kautschukistan. Wir gehören einfach immer präsent, egal wo du in der Stadt stehst. Das ist so gut. Rund um Kautschukistan sind überall Berge. Also es ist super schön. Wir laufen gerade durch einen Park in Nachevan. Also im Prinzip, die Stadt ist ein einziger Park. Es ist traumhaft schön. Vor wie hier vorne sogar die Fußballmannschaft von Nachevan trainiert. Bevor wir jetzt gleich irgendwas machen, muss ich erstmal einen Abstecher nach Kakistan machen. Wie ist es eigentlich in Nachevan? Ist auf Scheißhausistan orientalisch oder europäisch? Stan. Boah, da hinten sind auch so voll schön die Berge, Stan. Okay, das Geile an Jerewan ist halt auch der Flughafen. Der ist so nah an der Stadt, wir können theoretisch laufen. So, wir haben gerade das Spiel gestartet, weil wir können uns wirklich nicht mehr daran erinnern, wie die Stadt heißt, wo wir gerade sind. Ihr denkt wahrscheinlich, es ist ein Riesen-Prank, aber wir wissen es wirklich nicht. Das ist irgendwas mit Van oder irgendwas mit Ukchuk. Ich dachte gerade irgendwie Nuangchuk, aber er meinte, das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Scheiße. Denken wir mal nach, aber nur mit Gedächtnis. Schoki waren? Nee.
What the fuck? Ich bin mir so sicher, es muss Kochiwan sein. Es ist nicht Kaschmirwan, ne? Ja, Safran? Nee, ist auch was anderes. Wieso wissen wir das nicht? Was? So viel gesoffen haben wir doch auch nicht. Also, wir sind immer noch in Nakhchivistan. Nakhchivan. Das war nicht mal gescriptet, ich weiß einfach nicht, wie diese scheiß Stadt hier heißt. Kaschmirstan, Kukushistan, Naukshistan, Chuministan, Kautschikistan, Kaschmirstan, Kautschukistan, Kaschistan, Novetschgewan. Was sind krasse Städte auf der Welt, vielleicht irgendwie New York, Dubai, Leute, vergesst es, es ist Naukshistan, ohne Scheiß. Es ist so schön. Es ist wie im Porno, es ist alles perfekt. Es ist traumhaft. So stelle ich mir so ein bisschen so Himalaya-Tempel vor. Die Berge im Hintergrund traumhaft. Ja. Ohne Scheiß, das ist einer meiner Top 3 Städte, glaube ich. Boah, Fakt ist einfach, Kasachstan ist mega schön. 2 Euro pro Person. Boah, reden wir halt nicht rein, Hurensohn. Sorry. Diese Steinplatte. Was ist das für eine scheiß Fassadenverkleidung? Schaut euch das mal an, ey. Also Stein hätte euch dafür ins Arbeitslager geschickt. Im Hintergrund seht ihr da die rote Flagge. Das ist die Flagge der? Rache. Yes, so sieht's aus. Sigma Soleimani oder Soleimani oder wie er heißt. Ist das da vorne jetzt der Typ, der ermordet wurde letztens oder nicht? Ich glaube schon, oder? Ist das da irgendwie ein Nationalheld oder? Ich glaube schon, oder? Sind in den Wohnsiedlungen Armeniens. In den bisschen ärmeren Regionen Aserbaidschans. Oh. Alles gut. So, soll ich irgendwie ins Waschbecken kacken oder wie haben die sich das hier vorgestellt? Netschinetsch, Notikistan. Man merkt richtig, wie Mundgeruch man hat. Ja, ich hab's mir auch gehört. Notikistan, Notchistan, Notchivan, Notchivan, Notchivan. Go! Sorry. Boah, also wir dachten, wir so sitzen. Was ist das? Truff. Yes? Jetzt hör mal zu, du scheiß verfickter Bastard. Warum hast du jetzt eine Steckdose über deinem hässlichen Kopf und ich nicht? Weil ich cool bin. Es riecht nach Brand und es ist kein Joke. Es riecht richtig für Fanti. Glaubst du, das war die Bodenluftrakete von irakischer Seite? Ich finde es bei Frauen nicht so attraktiv, wenn sie ein Apple-Phone haben. Und dann signalisiert das gleich, dass sie entweder Golddigger sind oder nicht so mit Finanzen umgehen können. Also, ich weiß nicht, meine Meinung ist da, wenn ihr Betriebssystem Android ist, sind sie direkt ausgeschieden. Moment, ich bin hier noch in Schaschistan am Flughafen und man weiß, wie wir nach Baku, wir haben es geschafft.